Willkommen auch schon wieder zurück zu einer neuen Folge von 7 Days to Die. So, es ist 18.30 Uhr und das heißt, in ein paar Stunden geht die Sonne unter. Und von daher kümmern wir uns heute als allererstes mal um, ja, das Saatgut. Besser gesagt, um das Feld oben, das wir noch bestellen müssen. Und deswegen müssen wir als allererstes hier mal einen Teil unserer Erntefrüchte in Saatgut umwandeln, so wie praktisch hier diese Kartoffeln, 8 Stück. Nehmen wir gleich mal her, dann was haben wir denn noch Schönes? Bisschen Golden Rod könnten wir noch anbauen. Machen wir mal 20 Stück. Gut, und dann machen wir uns noch, ja, Maiskolben beziehungsweise Corn Seed. Da machen wir uns mal 30 Stück, denn von den Maiskolben haben wir sowieso relativ viele, so dass wir da getrost ein paar mehr machen können. So, was haben wir denn sonst noch Schönes in der Kiste? Aloe habe ich schon, 20 Samen. Haben wir sonst noch irgendwas? Hier habe ich nichts. Die hier könnten wir höchstens noch anbauen. Diese roten Blümchen, da machen wir mal 10 Stück. Nicht zu viel, denn ich brauche ja schließlich auch noch ein paar Blümchen für die Farbherstellung. Gut, dann ab nach draußen. Die Garden Hoe habe ich ja sowieso schon dabei, da wir ja in der letzten Folge uns um die Pilzzucht gekümmert haben. Da bin ich sowieso gespannt, ob das was wird. Ich hoffe es zumindest. Hui, kam hier gerade eine Horde vorbei? Schaut ganz danach aus. Gut, dann rennen wir erstmal der Horde hinterher. Denn Erfahrungspunkte kann ich bekanntlich immer brauchen. Aber ja. Gut. Sehr schön. Stehen geblieben, nicht davonrennen. Ich brauche euch noch. Aber das ist gut. Die interessieren sich alle gar nicht für mich. Da kann ich einen nach den anderen schön abmetzeln. Ohne hier irgendein Risiko eingehen zu müssen. Oh, weia, doch. Da kommt schon eine. Die findet es nicht so witzig, dass ich hier reinweise die Zombies abschlachte, und der findet es genauso wenig witzig. Nun gut. So, die wären tot. Ein paar haben wir noch. Einer weniger. So. Du bist der Nächste. Gut. Okay, der ist nicht der Nächste. Aber jetzt. Ui. Okay, sehr schön. Eieiei. Das mit der Armbrust ist gar nicht mehr so leicht. Wenn man das eine Zeit lang nicht mehr gemacht hat, ist es direkt ungewohnt. So, da oben stehen noch drei. Die holen wir uns natürlich gleich mal. Ah. Okay, das war nix. Aber der hier kommt mir sowieso schon entgegen. Schön. Fertigkeit Bogenschießen ist jetzt auf Level 55. So, Dolle, nehmen wir mit. Was hast du noch für uns? Nix. Bleiben nur noch 4 Stück, wenn ich das richtig sehe. Ui, Patronen. Machen wir es so. Perfekt. So, die nächste kommt schon. Aua, das tat weh. Aber ja. Gut. Habe ich noch? Nee, ich habe ja gar keine Patronen mehr. Nimm das. Und das.
auch eine Möglichkeit, den Zombie zu killen. Auch wenn es natürlich nicht die beste Möglichkeit ist. So, den da oben, den lassen wir mal. Wir kümmern uns nur noch um die beiden hier. Na komm, bleib stehen. Das geht aber gar nicht so schlecht mit dieser Gartenhau. Weil er mit der relativ schnell zuschlägt. Da kommt der Zombie gar nicht mehr mit Schauen hinterher. Gut, die schon. Ui, Stahlpfeile haben wir hier noch gefunden. Schön, dann... Und das weg und... Das und das. Gut. Okay. Das nehmen wir mit. Genauso wie... Golden Rod. Und das hier natürlich auch noch. Schön. Dann zurück zum Feld. Das ist jetzt das Wichtigste. Dass wir das noch pünktlich vor Einbruch der Dunkelheit fertig bestellt haben, das Feld. Gut, Dünger glaube ich habe ich sowieso dabei. Okay, mehr ist nicht. Gut, dann bauen wir hier natürlich als allererstes gleich mal wieder Aloe an. Denn ihr wisst ja, Aloe habe ich aktuell relativ wenig. Und von daher können wir das ganz gut gebrauchen an der Stelle. Sehr schön. So, dann als nächstes machen wir noch Corn Seed. Mal gucken, ob ich das Feld wieder überhaupt voll bekomme. Ah, könnte schwierig werden. Schauen wir mal. So, dann haben wir natürlich noch Kartoffeln. Die wollen wir schließlich auch anbauen. Gut. Was haben wir denn noch schönes? Golden Rod Seed. Ups. Ne? Will er nicht? Stehe ich wieder im Weg? Wie so oft? Gut. Und dann haben wir noch diese roten Blümchen. Okay, ein bisschen was hätte noch Platz. Dann machen wir uns da nochmal 20 Stück. Denn die kann ich ja auch ganz gut gebrauchen für die Farbherstellung. So, das ist hier und hier. Okay, brauche ich nur noch 4 mal Golden Rod. Und dann kann das Feld auch wieder schön vor sich hinwachsen. Perfekt. Halbe Stunde haben wir noch Zeit. Das ist gut. Dann können wir nämlich hier in aller Ruhe die Tür zumachen. Wie schaut es denn hier eigentlich aus? Ah ja, dachte ich es mir. Da habe ich noch so viel Zeugs dabei, dass ich unbedingt jetzt dann auch mal verkaufen muss. Der Händler müsste halt ein bisschen näher bei meiner Basis sein. Das wäre schon praktisch. Ui, und der Bruch ist verheilt. Angenehm, diese Änderung. Wie schnell man da wieder unterwegs ist. Ums Lagerfeuer herum und weiter geht's. Das ist echt schön. Gut. So, wir legen das erstmal weg. Und dann schauen wir mal, was wir sonst noch so Schönes machen können. Wir können gleich mal wieder die Forge anschmeißen, oder? Ah ja, die hat sogar noch was zu tun, aber machen wir es mal so. Und Zement haben wir hier sowieso irgendwo.
Da haben wir ihn. Okay. Kann ich gleich wieder Beton herstellen? Eigentlich schon, oder? Sehr schön. Gut, haben wir das auch an der Stelle. Wenn schon, denn schon. Okay, und mittlerweile ist es jetzt auch dunkel geworden. So, gut. Ja, was machen wir jetzt? Ah, ich habe eine Idee. Wir haben ja hier diese Stahlpfeile gefunden. Und bislang war es ja so, dass ich mit meiner Armbrust eigentlich immer nur die normalen Bolzen verwendet habe. Und ich würde jetzt ganz gerne mal wieder auf den Bogen wechseln. Denn den Bogen, glaube ich, können wir uns sowieso verbessern. Mit ein bisschen Glück können wir uns sogar den Bogen so weit verbessern, dass der hier die Maximalstufe erreicht. Denn wir können hier Waffenschmied skillen. Und genau das machen wir jetzt auch. Denn jetzt können wir uns die besten Waffen craften. Und von daher nehmen wir hier gleich mal den Compoundbogen. Und ansonsten habe ich, glaube ich, noch die anderen Compoundbögen hier irgendwo, oder? Ne, hier nicht. Das ist die falsche Kiste. Hier müssen wir reingucken. Ui, da sind noch viele Compoundbögen. Da haben wir noch einen Compoundbogen rollen. Da auch noch. Weia. Hat sich da so viel Zeugs angesammelt schon wieder in der Zwischenzeit. Nun gut. Dann gibt es wenigstens was zu tun. In der Nacht. Und wir können das Ganze gleich mal wieder auseinandernehmen. Und dann neu zusammenbasteln. Nee, können wir nicht. Weil wir keine Werkbank haben. Stimmt, weil ich die abgerissen habe. Eieiei, da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Werkbank. Geschmiede ist also Mechanical Parts, Schraubenschlüssel, Klauenhammer und Holz. Okay. Klauenhammer. Haben wir hier. Holz haben wir auch dabei. Schraubenschlüssel haben wir da auch einen schlechteren. Das ist ein blauer. Ich wollte ja eigentlich keinen so guten verwenden. Ne, hier sehe ich keinen. Habe ich jetzt alle Schraubenschlüssel in der letzten Zeit? Wo habe ich denn die hingepackt? Oder bin ich jetzt einfach blind? Nee. Nun gut, ist ja wurscht. Dann nehmen wir halt den her. Sei es drum. Mechanical Parts brauchen wir noch. Und geschmiedetes Eisen. So, und dann können wir uns eine Werkbank herstellen, die in 3 Minuten fertig ist. Okay, gut. Ich warte jetzt hier aber keine 3 Minuten. Das machen wir nicht. Dann machen wir was anderes. Wir setzen jetzt trotzdem mal diesen Compoundbogen wieder. Nein, nicht fallen lassen. Provisorisch zusammen. Gut. Halt, geht das noch besser? Ja, das geht noch besser. Machen wir es so. Schaut das zumindest schon mal besser aus. So, ich würde nämlich, wie gesagt, ganz gerne diese Stahlpfeile verwenden. Und diese Stahlpfeile, glaube ich, ja, genau, kann man auch noch weiter verbessern. Allerdings brauche ich dafür wieder die Werkbank. Sowas aber auch. Eieieiei. Gut. Jetzt wollte ich ja heute die Feuerpfeile mal basteln, aber da wird leider nichts draus. Aber wir brauchen sowieso Talg. Und ich habe nicht viel Talg. Das heißt, wir können uns gleich mal Talg herstellen. Und Talg, glaube ich, stellen wir uns doch hier her. Genau. Gut, na dann. Kann hier gleich mal der Talg hergestellt werden. Dauert sowieso 21 Minuten, das ist gut. Dann können wir die Zeit sinnvoll nutzen. Wie geht's denn unserer Werkbank? 2 Minuten noch. 2 Minuten gilt es noch zu überdauern. Aber ich kann ja zumindest die Stahlpfeile schon mal einlegen. Denn die, denke ich, machen auf alle Fälle mehr Schaden, oder?
Steht das dabei? Steht nicht direkt dabei, oder? Nee. Nur der Base Price ist anders. Er steht zwar hier im Tooltip, aber vielleicht beim Bogen. Mal kurz gucken. Wesensschaden 59. Wenn ich jetzt die normalen Pfeile verwende. Was haben wir jetzt da stehen? Ah ja, doch. Darüber kann man es rauslesen. 23. Ne, nicht 23, 43 natürlich. Entschuldigung. 43 zu. Was war es nochmal gleich? 59, also kann sich schon sehen lassen. Ist nicht ohne. Dann sollten wir uns vielleicht auch mal solche Stahlpfeile herstellen. Denn ich denke, das ist gewiss nicht verkehrt. Vielleicht auch solche Stahlbolzen. Das müsste doch auch gehen, gell? Pfeilspitze aus Stahl. Okay, brauchen wir überall die Pfeilspitzen aus Stahl. Dann stellen wir uns doch solche auch gleich mal her. Ui, ja, 3000. Nee, wollte ich nicht. Das ist zu viel des Guten. Wir machen uns mal. Ja, wie viel machen wir uns jetzt da, gell? Gute Frage. 200 Stück. Dauert 5 Minuten. Und dann können wir uns zumindest in der nächsten Folge drum kümmern, dass wir uns entsprechend Pfeile craften. So, 6 Sekunden noch, dann ist die Werkbank auch wieder funktionsfähig. Schön. Und ja, stellen wir jetzt die da wieder hin. Bevor ich sie wieder hinsetze, mal kurz überlegen. Ach komm, wurscht. Stellen wir wieder dahin. Perfekt. Gut. Unsere eigene Werkbank steht wieder. Und damit sage ich an der Stelle auch schon wieder vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao.